Hi, schön, dass du eingeschaltet hast. In diesem Video nenne ich dir vier Gründe, warum deine Klarinette quietschen könnte. Mein Name ist Jessica Zehnpfennig und ich unterrichte Klarinette und zeige dir, wie du noch mehr aus deinem Spiel herausholen kannst, mit mehr Leichtigkeit spielen kannst, mehr Ausdruck und Lebendigkeit beim Musizieren hast und dein Üben von einem Frustort zu einer Wohlfühloase transformierst. Der erste Grund, warum die Klarinette quietscht beim Spielen, könnte sein, dass dein Blatt kaputt ist. Das wäre das allererste, was ich überprüfen würde. Ganz oft sehe ich das nämlich bei meinen Schülern, dass dann hier die Spitze zum Beispiel so ein bisschen wie angefressen aussieht oder dass da fast das halbe Blatt fehlt. Und da braucht man sich dann auch gar nicht wundern, warum dann Klarinette spielen schwierig ist oder das Blatt quietscht. Aber ganz fies sind die ganz feinen Risse, die man kaum sieht. Es kann zum Beispiel sein, dass in der Mitte das Blatt ganz dünn gespalten ist quasi. Und das kannst du nur sehen, wenn du das Blatt gegen das Licht hältst. Das wäre Grund Nummer 1. Der zweite Grund ist, dass du das Mundstück zu weit in den Mund genommen hast. Ganz oft sehe ich nämlich, gerade bei ganz am Anfang, hast man erstmal so und du hörst sofort quietscht bei mir. Eine kleine Regel, die mir oder auch vielen meiner Schüler geholfen hat früher, ist einfach den Zeigefinger auf das Bissgummi, also das Bissgummi geht bis hierhin, und dann lege ich meinen Zeigefinger dahin und nur bis dahin darf die Lippe gehen. Das hilft zum Beispiel, um die richtige Position zu finden. Ein weiterer Trick, um die richtige Position zu finden, ist natürlich, indem ich mal teste. Man hört ab einem bestimmten Punkt, je weiter ich reingehe, dann fängt es an zu quietschen. Und wenn ich wieder ein bisschen zurückgehe, dann hört das Quietschen auf. Und so kann ich auch meinen Punkt finden. Und am Anfang muss man das vielleicht auch ein bisschen mehr üben, diese richtige Position zu finden. Aber mit einer gewissen Zeit ist dann die richtige Position gut eingeübt. Der dritte Grund, warum es quietschen könnte, ist, dass die Finger nicht richtig auf den Klappen liegen. Also, es kann sein, dass zum Beispiel das Tonloch leicht geöffnet ist. Das klingt allerdings meistens eher so. Dann kriegt man einfach nicht so einen richtigen Ton raus, aber manchmal kann das auch zum Quietschen führen. Und da erzähle ich dann vor allem den kleineren Schülern, dass da so kleine Maulwürfe drin sind und wenn die das Tageslicht erblicken, dann ist das für sie sehr unangenehm und dann machen sie entweder komische Geräusche oder sie quietschen und dann wissen sie Bescheid. Und der vierte Grund ist, dass man dann halt beim Spielen zum Beispiel auf eine Klappe kommt. Zum Beispiel, wenn jetzt die Hand nicht so eine, also wenn ich die Hand so ein bisschen auflege, dann kann es sein, dass ich aus Versehen diese Klappe mit öffne. Oder dass, wenn ich jetzt hier versuche, die Klarinette zu halten, das ist oft, weil die Klarinette ist ja ein bisschen schwer, am Anfang ist das oft mal der Fall, dass man dann hier an die Klappen, an diese Seitenklappen kommt. Und all das kann auch zu Quietschen führen. Und ein fünfter Punkt, der mir jetzt gerade spontan einfällt, ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel schnelle Techniken spielt, also oder schwierige Intervalle hat, wo man viele Finger auf einmal bewegen muss, dass es dann passieren kann, dass man zu viel Bewegung hier hat. Das heißt, der Ansatz ist nicht stabil und das wiederum kann auch zum Quietschen führen. Okay, anstatt vier Gründe waren es fünf, aber das ist ja nicht so schlimm. Und ich hoffe, dass du dadurch dein Quietschen in den Griff bekommen hast durch diese Gründe. Und wenn du noch mehr Tipps und Tricks haben möchtest, dann kann ich dir empfehlen, in meine Facebook-Gruppe Jessicas Klarinettenoase zu kommen. Dort hast du die Möglichkeit, dich mit mir persönlich auszutauschen, aber auch mit anderen Gleichgesinnten. Du hast die Möglichkeit, an verschiedenen kostenfreien Workshops teilzunehmen. Letztens hatten wir erst was zum Thema Ansatz
Und da lasse ich mir dann einfach immer irgendwas einfallen, was jetzt mal so dran sein könnte und was sich die Gruppenmitglieder wünschen. Und ja, oder Übe-Challenges oder ja, andere Sachen. Alles, was das Herz begehrt, rund um Klarinette. Und natürlich hast du da auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, was die nächsten Videothemen sind. Und wenn du generell gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann kannst du auch dies tun. Und alle Infos, wie auch den Link zur Gruppe, als auch die Informationen, wie du mit mir zusammenarbeiten kannst, findest du in der Infobox.